Ja, hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together FIFA im Pro Club mit dem Shuto, Hallo, Freunde des Sports. dem Naiko Hi. und dem Fralo. Hallo. Ja, und wir haben uns jetzt eine Stunde lang eingespielt. Das war ein toller Moment für uns alle. Ich habe keine Lust mehr und wir legen jetzt einfach mal los. Ja, und an der Stelle gleich mal der Aufruf, falls ihr nämlich noch dran seid, wenn ihr dabei sein wollt. Wir haben immer noch einen Offensivplatz, den wir jetzt wahrscheinlich wieder neu besetzen werden, weil der Lappi nicht mehr dabei ist. Schade eigentlich, aber hat sich nicht gemeldet. Und deswegen habt ihr sogar nochmal die Chance, als Stürmer hier aufzutreten. Und ja, auf jeden Fall, ne? Kommentieren oder die Videos kennt ihr ja eigentlich schon, wenn ihr dabei sein wollt. Natürlich auch Verteidiger immer gern gesehen. Würden wir uns natürlich freuen. Genau. Das geht ja jetzt schnell in der Liga. Ja, jetzt heute haben wir ja. Stapeln wir mal tief. Also wir wollen heute nur 4 Tore machen. Wir müssen nicht gewinnen, aber 4 Tore machen, das sollte heute mal drin sein. In In einem Spiel? dem einen Spiel, ja. Ach so. Ich wäre aber ziemlich frustriert, wenn wir bei 4 Toren nicht gewinnen. Können auch gleich mal ansagen, wann die Parts kommen. Soll ich das machen? Ja. Also. In dieser Woche, ja heute am Dienstag 13 Uhr, dann wieder am Donnerstag ebenfalls 13 Uhr, Samstag ebenfalls 13 Uhr. Also bei mir sind die Upload-Zeiten relativ flexibel. Bei Shuto ist es 13 Uhr online. Richtig? Ich bin total im Spiel. Ich gehe gerade total auf in meiner Rolle als jemand, der die ganze Zeit nur läuft und nichts tut. Absolut richtig. Deine Bestimmung. Ja, es ist einfach nur meine Ausdauer hier runterzukriegen. Ich glaube, das ist auch das Ziel dieses Spiels. Einfach nur diesen blauen Balken Nur da zu deshalb wurde vernichten. FIFA entwickelt. Das Ich hat bloß glaube keiner richtig verstanden. auch. Aber man muss das ja irgendwie verpacken. Eigentlich ist FIFA ein Ja. Jump'n'Run. Zumindest bei Shooto. Mehr macht er auch nicht. Jumpen und Run. Oh, das für ein Pass gewesen, Junge. Ich laufe schon wieder hier hinten irgendwo rum, wo der Luke eigentlich sein müsste. Ja, ich versuche hier mal ein bisschen euer mangelndes Offensivspiel anzukurbeln. Lauf! Ey, was war das? Ja, du bist doch am Ball. Was war das, frage Eckball, ich mich. Eckball war das. Ja, das Heul mal nicht wolltest du rum, bestimmt auch. natürlich. Ja. Maiko, willst du? Ja. Eigentlich müsste das der Tallinn machen. Ja, Naiko hat doch auch schon. Ja, aber der Tallinn hat beim letzten Mal mit seinem ersten Nee, mit dem Ballkontakt. zweiten war das zweite Ecke sogar. Ja, dann war es die zweite. Das ist schon schlecht. Ja, weißt du, was noch schlecht ist? Du. Ja, der Tallinn ist übrigens auch eventuell nochmal dabei nachher. Ja, Also und für dann uns sogar nachher, für euch beim nächsten Mal. mit Sound. Diesmal machen wir eine Monster-Aufnahmesession, das heißt, ihr könnt erst das nächste Mal im Part 19 dabei sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das stimmt aber auch nicht. Doch, Doch, fuck. ich kann rechnen. Ist eine Sache wenigstens. Na kommt! Ja, wenn das so klappt, das ist noch nicht ganz raus, aber es ist wahrscheinlich, dass das so ist. Boah, kommt! Ja. Aber nichts geht über den Super Bowl. Genau, deswegen wird es heute Ihr vielleicht könnt uns ja mal in die Kommentare früher schreiben, laufen. wer von euch den Super Bowl gesehen hat. Also bei uns ist er noch in Zukunft. In 4 Stunden, nee, in doch 4,5 Stunden. Sache aber schon, dass die Broncos gewinnen. Oh, Ich schade. habe von Football überhaupt keine Ahnung. Ich auch nicht, aber das Spiel von den Broncos habe ich gesehen, das letzte. Und das Nee, war ich richtig habe gut. noch gar nichts Das haben gesehen. die übelst dominiert. Ist auch der erste Super Bowl, den ich mir angucke, aber ich glaube, wenn ich Ja, in bei mir Amerika auch. wohnen würde, wäre das so mein Sport. Ja, das ist aber, dann hättest du von Fußball keine Ahnung. Oder Ja. mit Fußball nichts am Hut. Glaube ich auch. Aber Weil Fußball das ist regelt. ja bei denen. Wie. Was bei uns Fußball ist, ist bei denen Football. Ich dachte, ein Foul. Bloß, dass es halt echt ein bisschen fetter ist. So, der ganze Ja, also. Oh. Football-Sport. Ich meine, sowas wie College-Liga oder so, was bei uns ja die zweite Bundesliga ist, ist ja da so beliebt wie bei uns die Bundesliga Ich glaube, das ist die teilweise. dritte Liga bei denen, oder? Boah. Ja, oder? Torwart. Ich sehe schon wieder auf deinem Ich Gehaltszettel, sag da wird dazu gerade was nichts. gekürzt.
Die Null, die da stand, die ist jetzt weg. Jetzt kriegst du nichts mehr. 0, nichts. Oh ja. Jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. So, Schutowski wieder im Laufen. Eisekalt, Junge. So, ich lauf weiter. Ja, den krieg ich noch. Wie eine Kasse. Und der ist drin. Der ist drin. Ah, schade. Naja. Im Tor aus vielleicht, ja. Meine Aufgabe war erfolgreich erfüllt. Ja, aber halt auch nur befriedigend. Mehr nicht. Ich habe genau den Spieler getroffen. Mehr konnte ich nicht tun. Der war aber der Falsche. Das war der Richtige. Nee. Aus dem spitzen Winkel weiß ja nicht, Shuto. Im nächsten Mal zeigen wir dir das, dass wir das können. Also drin. Ja, ja, zeigt mir mal. Der Naiko und ich, wir haben da eine Connection. Die hat heute wie oft schon zugeschlagen? Einmal. Warst Vorhin. Du da auch beteiligt? Ja, ich habe den Kopfball vorbereitet. Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Ich bin jetzt ganz entspannt. Ganz gut. Wenn ihr es nachher irgendwann umrühren hört, ja, einfach mal kurz muten. Dann wird's ein bisschen schlimm. So. Ich hab so dermaßen das gibt's gar nicht hier. Das ist schlimm. So, geh ran da. Genau. 5 von 5 Grätschen. Bam. Nimm das. Ja, das ist, weil der Torwart auch immer, weiß ich nicht, deswegen kann man auch schlechte Laune kriegen. Das Tor, was wir gekriegt haben, das war so unnötig wieder. Das war keins, was man hätte reinlassen müssen. Was man eigentlich auch gar nicht reinlassen kann. Spiel den Ball hier runter, Junge. So. Den lässt er wieder, da geht eh wieder weg, der Ball. Hat er denn noch nie vernünftig hinbekommen. Noch nie. Hä? Ja, ist klar. Hat er ihn mal einfach geschubst? Macht doch nix. Geh das nächste Mal einfach wieder Autos putzen. Shooto! Boom! Ja, war das ein geiles Ding? Der hat noch eine Köcher. Oh ja. Der hat noch einen im Köcher. Da hat der Köcher mal funktioniert. Das muss jetzt ein Sieg werden. Das muss jetzt ein Sieg werden, Shooto. Dann haben wir nämlich den Klassenerhalt geschafft. Ich habe mir mal gleich wieder einen Kandidaten fürs Tor des Monats gesichert. Naja. Das war ein Lupfer, hast du das Ding gesehen? Oh, das hat gerade einen Leck gehabt bei mir. Ja, das Standbild war gerade. Das ist bei mir läuft's aber gerade überraschend flüssig. Ja, das Schlimme ist, dass ich in den Aufnahmen, also wenn ich den nachher angucke, habe ich mehr Lecks, wenn ich selber keine hatte. Das ist irgendwie komisch. Ich hoffe, meine Aufnahme läuft überhaupt, aber eigentlich müsste sie laufen. Siehst du die Zahlen nicht oben da bei dir? Die habe ich ausgeblendet. Ich glaube, bei mir ist die immer eingeblendet. Einfach nur, damit ich immer weiß, dass das Ding läuft. Ja, bei mir merke ich es daran, dass es eigentlich immer ein bisschen unrund läuft. Warte. Oh ja, da komme ich nicht durch, ey. Shooto verkackt's wieder. Ja, ja, klar. Wie immer. Sicher doch. Ich habe übrigens in diesem Projekt ein Tor und zwei Vorlagen. Ist das nicht großartig? Ich weiß nicht, wie viele ich auch. Ich weiß nicht, auch. Boah, und er spielt erst seit zwei Spielen, seit. Ja, ich bin aber auch defensiver Mittelfeldspieler. Und? Warum wolltest du denn jetzt damit posen mit der Zahl? Ich wollte nicht, das sollte eher nicht als posen, sondern im Gegenteil, als bedächtiges, aber das versteht ihr alle nicht. Nee. Ihr stupiden Lebewesen. Genau. Wir leben unter Steinen. Unsere PCs sind aus Holz. Ja, so wie du spielst, glaube ich schon. Guck an, wie geil wir spielen können. Wenn ihr denn wollt, aber ihr scheint irgendwie nie zu wollen. Ist drin. Boah, warum der andere da nicht rangeht, ey? Der hätte nur den Fuß rausstrecken müssen, dann wäre der Ball im Tor gewesen. Nix hier, du kommst nicht vorbei. Gandalf. Hab ich doch gesagt, du kommst nicht vorbei. Hast du keine Chance? Danke. Macht euch bereit. Für die Ecke. Oh Mann. So, der Frallo ist ja relativ kopfballstark. Meiner läuft gar nicht, macht erst gar nicht. Super. Hä? Musst du schießen! Ach Gott. Ja, 1-0, da kann man ja eigentlich zufrieden 1-1. Sein. Wir sind ein bisschen ruhig, glaube ich. 1-1.
Die Taliban Jesus. 1-1. Ach so, echt? Ja, scheiße. Ich dachte, das wäre 1-0. Ja, deshalb sind wir ruhig, damit deine Blödheit auch richtig schön zur Geltung kommt. Und wir hier richtig schön dastehen. Ach wo. Wenn du mich beleidigst, dann stehst du nicht gut da. Oh, ich beleidige dich doch. Du beleidigst mich immer. Deswegen schieße ich auch keine Tore. Seine psychische Verkrampfung. Arsenal hat gewonnen, 2-0. Arsenal. Gegen Crystal Palace. Crystal Meth. Mhm. Oh, nun können die mal hier weitermachen, die Kollegen. Hoffentlich ist jetzt wieder der Erste hier einfach dran am Ball und kann nichts machen. Oh, dann dauert es wieder ewig, bis der Anstoß durch ist, ne? Ah ne, wir sind dran, das ist gut. Hoffentlich ist irgendwer nicht da von denen. Oh ja, 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 nee, abseits. Jo. Es streamt, Schiedsrichter. Erste Entscheidung, ja, die du mal vernünftig gemacht hast. Vom Martin. Ja, wir kommen nicht wirklich an die Bälle. Ins Spiel. Sobald wir die Bälle haben, ist ja alles, ne, ganz ja, gut. Ja, ist ja alles immer noch ungefährlich. Was macht der Torwart? Wir holen ihn raus. Du machst immer ganz bedächtig im Tor. Der kann das ja richtig gut. Ja. Schiebt sich den auch so schon selber rein. Was machst du da? Ganz ehrlich, spiel doch mal einen vernünftigen Pass. Super Schuss. Aber der Schuss war brandgefährlich. Super Schuss von Pablo. Mm. Das ist der Wahnsinn. Also die Gegner sind eigentlich schlecht, von daher wollen wir hier wirklich gewinnen. Gerade gegen solche Gegner dürfen wir hier keine Punkte verschenken. Genau, Shuto. Wir sind gerade dabei, die Punkte einzufahren. Den Punkt. Welchen bisher? Punkt? Ich werde es wiegen. Alleine oder was? Oh yeah. Nee, aber das ist gewinnbar hier. Das kriegen wir hin. Ja, das waren aber schon einige Spiele. Nee, aber das hier ist wirklich... Also die spielen nicht gut. Die sind auch nicht schnell oder so. Die sind einfach nur schlecht. Oh, wo passt er hin? Los, jetzt aber. Krieg ich nicht. Krieg ich. Aber was du damit machst, ist die andere Frage. Ja, na, was soll ich in dem Moment machen? Ich hab den ja nicht mal angenommen gekriegt. Ja. Aber ich bin schon wieder tot. 57. Minute hier, oh Mann. Ich hab eine 7,7, warum das? Verstehe ich nicht. Weil du ein Tor geschossen hast. Ja, und? Das Tor bringt ja noch nicht mal was, weil wir noch nicht mal führen. Normalerweise wird das dann ja fast wieder entwertet, das Tor. Mach ihn selbst! Oh, ah, ey, ich komm da nicht ran. Boah. Was lehrt uns das? Spiele niemals zu einem KI-Spieler. Das erfährst du jetzt. Ich habe die Lehre gerade weitergegeben. An meinen Schüler. Und der ist wer? Hallo. Und warum ist der besser als du? Tja. Manchmal ist es so, ne, dass der Schüler den Meister irgendwann in den Schatten stellt. Irgendwann, das ging aber ziemlich schnell. Ihr könnt noch einiges von mir lernen. Ja, bestimmt können wir das. Red dir das nur immer weiter ein. Wie man zum Beispiel die Bälle immer wieder anfordert, obwohl man eine total schlechte Position hat. Das könnt ihr noch lernen. Ich vertraue euch da. Was macht er denn da? Von dem können wir auch noch so vieles lernen, ey. Gottes Willen, Junge. Was ist denn da los? So, Mädels, jetzt hier, ne? Das ist ja ein Spiel, das ist ja zum Schnarchen, ey. Ja. Lass uns nach vorne spielen jetzt. Warte, ich stell mal auf sehr. Ich hab noch einen Köcher, Freunde. Ich hab noch einen Köcher. Ja, in den nächsten 6 Folgen packst du den dann bitte aus, ja? Ich habe gesagt, ich werde schießen, ich werde tun, aber er kann nicht passen. Ist das ein schlechter Mensch, ey. Wir verlieren das noch. Ich bin mir sicher. Wir gewinnen das noch. Ich bin mir auch sicher. Naiko vor allem, weil Shuto schon wieder so beschreit. Wir sind so überzeugt zu gewinnen. Können wir nur gewinnen. Ja. Wie beim letzten Mal, wo ich sage, gut. Du hast das aber auch wirklich heraufbeschworen. Ja, genau. Das ist jetzt. Das ist gewonnen, das Spiel. Und dann eine Sekunde danach fällt das 1-1. Und danach fiel das 2-1 auch noch.
Ah ne, das war das vorletzte Spiel, nicht das letzte, glaube ich. Das letzte haben wir gewonnen, das weiß ich noch. Nee. Doch, stimmt, aber so ganz. So ein 1-0 wieder. Ja, ganz eigensinnig, der Frallo. Hat er auch von mir gelernt. Toll. Ich sollte mal positive also, Eigenschaften. Also, wenn ihr wollt, dass wir Shuto rausschmeißen, schreibt's in die Kommentare. Ja, schreibt's unter meinen Videos. Hast du gesehen, wie der mich weggeschlagen hat? Hast du das gesehen? Nein. Der hat voll ins Gesicht geschlagen, hat er mir. Das war zensiert bei mir. Oh Gott, Luke. Warte, komm mal her, Luke. Komm her. Ich hau dir die Beine weg. Der ist drin. Torwart macht nichts. Ein Glück. Warum hat der Torwart nichts gemacht? Ich hab ihn rausgeholt. Wir müssen nach dem Spiel mal kurz Aufnahmepause machen. Wir müssen gar nichts. 10 Minuten. Doch. Ja, ja. Ist möglich. So. Gut. Ja, ich muss kurz was für meine Band machen. Kommt, spielt mal vorne, Freunde. Oh, die kriegen den Ball nicht, ey. Das ist doch... Ja, es wird kein Sieg, Shuto. Es wird ein Sieg. Ich habe den Sieg angekündigt. Ich habe zu wenig gezeigt. Ja, ja. Finde ich schon. Ich komme ja gar nicht hier wirklich an den Ball. Ja, das ist ja das Problem. Passt ja nicht zu mir. So, jetzt mach mal was. Ja, ich bin dabei. Er verliert den Ball. Ja, ja, pass auf. Ich sehe schon. Maiko. Der beschreit es auch immer schon. Ach. Oh. Ja, gut, dass und der passt dann wieder irgendwo ins Nichts. Da kann ich doch nichts für. Maiko stand genau neben mir, ich konnte ihn nicht anpassen. Ihr standet irgendwo in der Mitte rum. Maiko hat sich ja versucht, frei zu laufen, aber ihr? Ich laufe mich auch die ganze Zeit frei. User was moved to your channel. Irgendjemand ist in den Channel gekommen. So, schieß. Töte ihn. Jetzt mach! Da ist er drin! Habe ich nicht gesagt, wir haben noch einen im Köcher? Ja, du hast damit nichts zu tun. Wir alle haben noch einen im Köcher. Schüler. Das ist das Motivationsding, ja? Ja, es funktioniert bloß selten. So, und jetzt sehr defensiv. Wie heißt die Taliban Jesus? Ja. Geilste Name ever. So, ich grätsch jetzt noch irgendeinen um. Nee, jetzt Sicherheit hier. Kein Freistoß oder sowas. Weg mit dem Ball, weg mit dem Ball! Ja. Was macht er denn da? Haut den Ball weg, Mensch! Das sind ein paar Spieler, du! Die passen jedes Mal zum Torwart zurück, wenn wir das nicht brauchen. Halten fest. So, jetzt hau weg das Ei. Hau weg das Ei. Jawohl. Meine Güte, ey. Jetzt pfeif ab! Oh. Warum passt der denn nicht sofort? Das weg, hau den Ball weg. Ist meine Ball Aufgabe, weg. Naiko. Ball weg! Haut die weg! Na, Wahnsinn. Oh. Ja. Da ist er gewonnen! Klassenerhalt! Was habe ich gesagt? Der Köcher! Der Köcher ist einfach immer dabei. Ey, das geht mir gerade schon wieder auf den Puls. Juhu! So. 6,6 habe ich gekriegt. Ich auch. 7 Punkte. Wir können im nächsten Spiel den Aufstieg klar machen, wollte ich nochmal. Guck mal die Spielerbewertung schnell durch. Bester Spieler war Naiko. Wir haben jetzt 2 Sterne übrigens. Der beste Spieler war der Torwart. Ja, von uns. Der Torwart ist ein Lappen. Völlig zurecht. Krembleski war der schlechteste, auch völlig zurecht. Warum habe ich nur eine 6,6? Ich habe einen vorbereitet und einen selber gemacht. Tja. Was erwartet man von mir? Ich weiß es nicht. 10 Tore? Mindestens. Pro Spiel? So, jetzt haben wir hier die 7 Punkte. Das ist gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich Am Donnerstag wünsche euch noch einen schönen Tag. Jo. Tschüss.